بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und wir werden inshallah heute in der Unterrichtsreihe für Jugendliche inshallah weitermachen und werden bi'idhnillah azza wa jal, wie angekündigt, inshallah heute über die Säule sprechen, über eine Säule des Imans sprechen, die wir noch nicht gehabt haben. Und zwar die fünfte Säule von den sechs Säulen des Imans, und zwar die Säule des Glauben, das Glauben an den Tag der Auferstehung. Der Glaube an Yawmul Qiyamah. Und dieser Vortrag ist inshallah gleichzeitig, Barakallahu fikum, Tag der Auferstehung. Und dieser Vortrag ist gleichzeitig auch ein Vortrag, in dem man seinen Iman stärkt. Ja, also dieser Vortrag ist inshallah quasi zwei in einem, two in one. Ja, einmal Iman stärken, seinen Iman pushen, boosten, und einmal die Wichtigkeit von diesem Glauben, diesen festen Glauben, den jeder Muslim haben muss. Der Glaube an das Leben nach dem Tod. Ja, an das zweite Leben quasi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beziehungsweise wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Und inshallah werden wir heute über dieses Thema sprechen, und das ist auch ein wichtiges Thema, liebe Geschwister, barakallahu fikum, für uns alle. Auch jetzt die Nicht-Jugendlichen, wenn jetzt andere dabei sind, die keine Jugendlichen sind. Jazakumullahu khairan, so ist dieses Thema wichtig für uns alle. Ja, für uns alle wichtig, denn bei diesem Thema können wir alle unseren Iman stärken und uns erinnern. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte die Sahaba immer wieder an den jüngsten Tag zu erinnern und sie immer wieder zu ermahnen mit dem jüngsten Tag und mit dem Tod. Und der jüngste Tag, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith al-Sahih, der Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, der Hadith, der bekannt ist als Hadith Jibril, der authentisch überliefert wird bei Bukhari und Muslim, sagte er sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde von Jibril, alaihi salam, أخبرني عن الإيمان، berichte mir über den Iman. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, zu uns allen, er sagte dann: الإيمان أن تؤمن بالله ورسله وكتبه، أن تؤمن بالله وكتبه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Ja, der Prophet Muhammad sagte, dass du glaubst an Allah und an die Engel, an die Bücher und die Propheten und den Tag der Auferstehung und das Schicksal, das Gute und das Schlechte davon. Ja, also Nummer 5 ist der Glaube an Yawmul Qiyamah. Und dieser Glaube ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist das Fundament des Glaubens, ein Fundament des Glaubens und sogar von den stärksten Fundamenten des Glaubens. Warum? Weil der Koran und die Sunna damit gekommen sind.
Und weil das Leben komplett gar keinen Sinn machen würde, ja, und die Awamir von Allah, die Pflichten, ja, die Religion Allahs gar nicht vollständig wäre und die Namen oder Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala nicht vollständig wären, wenn es diesen Tag, den Tag der Auferstehung nicht gäbe, den Tag der Abrechnung, den Tag der Belohnung und der Strafe. Warum? Weil hier haben die Menschen quasi eine freie Wahl. Und sie können tun und lassen, was sie wollen. Und sie können Unrecht tun und sie können ermorden. Und sie können klauen und sie können vieles machen. Ja, die Rechte anderer zu nehmen, die Rechte anderer zu verletzen. Ja, sie können vieles tun. Einen Augenblick bitte ganz kurz. Ich mache das mal hier anders mit den Kommentaren. Zumindest auf Instagram kann man sie deaktivieren, die Kommentare. Also, und all diese Sachen, die wir im Leben machen müssen und machen oder nicht machen, an guten Taten, an schlechten Taten, also Gutes und Schlechtes, Gutes und Böses, Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge, alles, was wir machen, was wir nicht tun, wenn man nicht am Tag der Auferstehung, ja, wenn es kein zweites Leben geben würde, dann könnte jeder Unrecht tun und morden und tun, was er will. Und er würde nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Er würde nicht bestraft werden. Er würde nicht die Rechte zurückgeben, die er anderen Menschen genommen hat. Er hat Gutes getan, aber er würde nicht belohnt werden und so weiter und so fort. Deswegen, wie gesagt, ist der Glaube an Yawm al-Qiyamah ein sehr, sehr großes Fundament des Glaubens. Und ohne dieses Fundament, ohne diesen Glauben, kann man gar kein Muslim sein. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran immer wieder, ja, immer wieder, dass die Leute, die الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار الذين كفروا لهم عذاب und so weiter. Immer wieder siehst du diese Verse im Koran, immer und immer und immer wieder, fast auf jeder Seite des Korans. Diejenigen, die glauben und Gutes tun, sie haben das Paradies. Diejenigen, die glauben und Gutes tun, diejenigen, die gottesfürchtig rechtschaffen sind, bekommen das und das im Paradies und so weiter und so fort. Und dann immer wieder das Gegenteil. Diejenigen, die Kufr machen, diejenigen, die Schirk machen, ja, werden zur Rechtschaft gezogen, werden bestraft, kommen in die Hölle. Damit man, ja, und genauso auch in den Hadithen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo wir das nochmal, ja, konkret immer wieder hören. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakrim dayfah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran, aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Immer wieder Hadithe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der an Allah glaubt und den jüngsten Tag. Derjenige, der an Allah glaubt und den jüngsten Tag, er ist großzügig zu seinen Gästen, gut zu seinen Gästen. Derjenige, der an Allah und Gutes, derjenige, der an Allah glaubt und an den Tag der Auferstehung, er redet Gutes oder er schweigt. Immer wieder, ganz, ganz viele Hadithe authentisch, derjenige, der an Allah glaubt und den jüngsten Tag. Ja, das erinnert dich auch direkt. Deine Taten, deine Aussagen, alles was du tust, ist direkt verbunden mit Yawm al-Akhir, Abrechnung. Du wirst vor Gericht stehen. Du wirst für alles was du tust, wirst du belohnt oder bestraft. Ja, belohnt oder gegebenenfalls bestraft. Und deswegen ist es eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir diese Sache wissen und verinnerlichen. Und deswegen erinnert uns auch der Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam immer wieder daran. Und Yawm al-Akhir, der Tag der Auferstehung, so gibt es zweimal den Tag der Auferstehung. Es gibt einmal den Tag der Auferstehung für jeden einzelnen von uns. Jeden einzelnen Mensch, jeder einzelne Djinn, der stirbt. Ja? Und zwar sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise was uns authentisch überliefert wurde, ist was? Man mat, faqad qamat qiyamatu. Derjenige, der stirbt, seine Qiyama, sein Tag der Auferstehung hat begonnen. Ja? Es gibt einmal den Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen tot sind. Alle Menschen tot sind.
diese Dunya ein Ende hat. Ja? Da sind alle Menschen im Jenseits. Alle Menschen sind dann im zweiten Leben quasi. Und alle Menschen, für alle Menschen beginnt dann das Leben von neu, wo sie, ja, wo sie hochkommen und wieder von der Erde rauskommen, neu geboren werden. Für das zweite Leben, das ist der Tag auf der Auferstehung für alle Geschöpfe, alle Menschen, alle Djinn, jeder, der vorher gelebt hat. Aber der Tag der Auferstehung für jeden Einzelnen von uns ist der Tag, an dem du stirbst. An dem Tag ist der Tag der Auferstehung für dich selbst. Und deswegen beginnen wir inshallah auch den Vortrag und ich werde inshallah nicht tief in die Materie reingehen, weil die Zeit es nicht zulässt in einem Vortrag. Und wenn wir tief in die Materie reingehen würden, dann würden wir nur über den Tag der Auferstehung vielleicht 5 oder 10 oder 20 Vorträge machen. Ja, über jedes Einzelne. Ja, das Sterben an sich, das Leben im Grab, die Befragung im Grab, die Strafe oder Belohnung im Grab, das Aufstehen am Tage der Auferstehung, alles, was dort passieren wird, etc. Und dann das Paradies und dann die Hölle. Alles das müsste man alles separat abwickeln. Aber wir haben leider nur vielleicht eine Dreiviertelstunde Zeit, dass wir, inshallah, das Ganze in kurzen Worten, in einer kurzen Zusammenfassung, inshallah, mitnehmen, was für uns alle wichtig ist. Nummer 1, wir müssen wissen, dass solange wir im Leben sind, können wir immer Tauba machen und immer zu Allah zurückkehren. Haben wir gelernt eigentlich schon, als wir ja, bei Riyadus Salihin über Tauba geredet haben. Aber ja, im Unterricht jetzt für Jugendliche sind ja vielleicht nicht alle dabei, die auch dann Riyadus Salihin Samstagabend mitmachen. Ja, solange man lebt, du kannst immer Tauba machen für jede Tat, die du gemacht hast. Alles, egal was. Auch Kufr, Schirk, große Sünden, egal was man gemacht hat. Nicht gebetet hat, Mord, egal was man gemacht hat in seinem Leben, egal ob man hier in der Dunya bestraft wird oder nicht, für alle Taten, die du machst in deinem Leben, kannst du Tauba machen und du kannst Muslim werden und du kannst zurück zu Allah zurückkehren, solange du nicht gestorben bist. Und solange nicht die Seele hier dein Hals erreicht hat. Weil der Prophet Muhammad hat gesagt, wenn man stirbt, die Seele geht raus von oben, vom Kopf. Ja, vom ganzen Körper kommt die Seele und die geht vom Kopf raus. Wenn die den Hals erreicht hat und du merkst gerade, die Seele geht gerade raus, in dem Augenblick zu sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, ja, ist vorbei, ist zu spät. Ja, da geht gerade die Seele raus. In dem Augenblick zu sagen, ich bin gläubig, oder in dem Augenblick zu sagen, ich bereue, oh Allah, vergib mir, geht nicht. Ist vorbei. Aber eine Minute davor, eine Stunde davor, du kannst Tauba machen. Du kannst Allah um Vergebung bitten, Allah vergibt dir, inshallah. Aber wir müssen nicht vergessen, man kennt diesen Augenblick oft gar nicht. Ja? Du bist im Schlaf, du stirbst im Schlaf. Du hast einen Autounfall, du stirbst sofort, manchmal sofort. Oder du fällst ins Koma, du stirbst und dann hast du nicht diese Zeit, Tauba zu machen. Und deswegen ist es wichtig für uns Muslime zu wissen, wir machen alle Fehler, wir haben alle unsere Schwächen, ja, unsere Ausrutscher, man sagt was Falsches, man tut was Falsches. Man soll jeden Tag und jede Nacht immer Allah um Vergebung bitten. Sodass, wenn dieser Tod kommt, dass man vorbereitet ist. Dass man nicht an dem Tag, weil nach diesem Tag werden alle Menschen bereuen. Ja? Alle Menschen werden bereuen und sagen, oh Allah, lass mich zurückkehren, ich werde Gutes tun. Das, was ich gemacht habe, ich werde das nie wieder tun. Alle Menschen werden das sagen. Sogar die Guten, die Muslime und die guten Menschen, die werden sagen, oh Allah, lass mich zurück. Ich will noch mehr Taten machen. Ja, weil jeder hat irgendwo Fehler gemacht und Sünden gemacht. Jeder wird sich wünschen, zurückzugehen. Aber derjenige, der sehr, sehr viel, sehr, sehr schlimm ist, wenn er einen plötzlichen Tod hat, ja, bei ihm ist vorbei. Er kann nicht mehr zurück sagen und dann, ja, ich will alles, ich will bereuen. Ja, ich will jetzt anfangen zu beten. Ist vorbei. Du bist tot. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist eine Sache, die Allah festgelegt hat. Ja? Deswegen sagt Allah im Koran, Kalla, innaha kalimatun wa qailuha. Derjenige, der das sagt, ja, lass mich zurück auf die Erde, das ist nur ein Wort, was er spricht. Das zählt bei Allah nicht. Ja? Sondern du hast schon, deine Zeit ist vorbei.
Nein, abermals nein. Gibt's nicht. Vorher hast du Zeit. Du hast jetzt jeden Tag Zeit. Bete, faste, mach Taube abends. Tagsüber, mach Istighfar. Aber wenn der Tag kommt und du stirbst, dann ist es vorbei. Wenn du dann gestorben bist, du nimmst alles mit an guten Taten, an schlechten Taten. Alles, was du mitgemacht hast, du nimmst das mit. Und danach kannst du nichts mehr reinmachen. Deine Sünden können nicht mehr reingewaschen werden. Außer wenn Allah möchte und er von sich aus dir etwas vergibt. Aber wenn nicht, er kann sich auch dafür bestrafen. Und möge Allah bewahren, dass jemand bestraft wird. Wenn man stirbt und die Seele ist raus aus dem Körper, die wird rausgeholt von einem Engel, der heißt Malak al-Maut, so wird er im Koran genannt, so wie Allah sagt im Koran in Surah Sajda, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ, sagt, eure Seelen werden abberufen von Malak al-Maut, den Engel des Todes, so nennt ihn Allah, ja, den Engel des Todes. Er nimmt die Seele raus von allen Menschen, die sterben auf der Erde gleichzeitig, von Menschen und Djinn und Tiere, alle, ja, wird die Seele rausgenommen und dabei sind andere Engel, die Tücher dabei haben. Die Tücher dabei haben. Wenn es eine reine Seele ist, eine gläubige Seele ist, sind das schöne Engel mit schönen Tüchern, mit schönem Geruch und die nehmen deine Seele und gehen hinauf in den Himmel. Und wenn sie steigen, dann werden die Tore aufgemacht für diese Seele. Und die Engel in den Himmel, die werden sprechen, wem gehört? Wer ist diese schöne Seele? Wem gehört diese schöne Seele? Wer ist diese Person? Diese rechtschaffene Person. Diese berühmte Person. Und dann werden die Engel die Namen sagen. Zum Beispiel, du heißt Abdullah, Abu Dujana, der schöne Chinese, der kräftige Bauer, keine Ahnung, ja? Schöne Namen, die du hattest, Bauer nicht, aber schöne Namen, die du hattest in Dunya. Schöne Spitznamen, Kunya, Spitznamen, egal welche Namen du hattest. Doppelname oder mehrere Vornamen. Alles wird, die werden sagen, das ist die Seele, die schöne Seele von Abdullah, so und so, so und so, so und so. Ja, die werden eure Namen dann sagen. Und dann werden die Tore der Himmel geöffnet und die wird immer hochgehen, hochgehen, bis zum siebten Himmel. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann sagen, bring diese Seele wieder runter ins Grab. Und das ist nur für die Seelen der Gläubigen. Nur bei den Seelen der Gläubigen werden die Tore geöffnet und die wird immer weiter steigen. Und dann wird sie wieder zurückgebracht ins Grab und in dein Grab zurückgebracht, wo dein Körper ist. Und dann werden in dem Augenblick, wo du zu begraben wirst, und die haben dich zugegraben, fertig, deine Familie, deine Verwandten, in dem Augenblick werden zwei Engel zu dir kommen. Wie heißen die? Wenn du im Grab liegst, werden zwei Engel kommen und die werden dich befragen. Noch schlimmer. Das wisst ihr nicht? Hm? Genau richtig. Munkar wa Nakir. Ja, Munkar wa Nakir. Und dann werden dich diese zwei Engel, die werden dich aufrecht setzen. Diese zwei Engel werden dich aufrecht setzen. Wie passiert das im Grab? Allah weiß, wie das passiert. Aber das wird so sein. Du bist Yom al-Qiyamah, alles, was Yom al-Qiyamah sein wird, das ist nicht die, ja, was hier in dieser Erde passiert. Alles, was dort passiert, das ist Allah, also das ist uns verborgen. Wie das funktioniert, wissen wir nicht. Okay? Und diese Engel werden dir drei Fragen stellen. Sehr, sehr, sehr wichtige Fragen. Und wir werden inshallah bald darüber reden in einem anderen Vortrag. Ja, wir werden inshallah dann nochmal separat darüber sprechen. Diese Engel werden dich fragen, Man Rabbuk, wer ist dein Herr? وما دينك, was ist deine Religion? Und wer ist der Mann, der zu euch entsandt wurde? Das sind die drei Fragen, die dir stellen werden. Und dann gibt es zwei Menschen, zwei Antworten von Menschen. Die einen werden sagen, Rabbi Allah, mein Herr ist Allah, meine Religion ist der Islam.
Und der Mann, der zu uns geschickt wurde, der Prophet, ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich wird das bei uns so sein, ja, Muslimen, wird das so sein, dass man ein Muslim, einer, der den Islam praktiziert, der wird diese Antworten geben und danach wird zu ihm gesagt, ja, ruhe dich aus. Ja, ruhe dich aus. Es gibt andere Überlieferungen, wo ihm dann ein Teppich gebracht wird aus dem Paradies und Kleidung aus dem Paradies und Duft aus dem Paradies. Und dann geht ein Fenster auf im Grab, ein Fenster geht auf bei den Gläubigen zum Höllenfeuer. Und er sieht das Höllenfeuer mit seinen Augen und seinen Platz, weil jeder hat einen Platz im Höllenfeuer. Jeder Mensch hat einen Platz im Höllenfeuer und jeder Mensch hat einen Platz im Paradies. Und dann wird ihr das Höllenfeuer gezeigt. Jeder wird einen Platz haben. Und dann wird ihr den Platz im Höllenfeuer gezeigt. Und dann wird dir gesagt, das wäre dein Platz gewesen, wenn du ungläubig oder ein Muschrik gewesen wärst. Und dann wird dieses Fenster zugemacht. Warum wird es dir gezeigt? Damit du gequält wirst? Nein, damit du dich freust. Damit du dich freust, dass du bewahrt, verschont wurdest vor dieser schrecklichen Hölle. Ja, du wirst es live sehen quasi. Und dann wird dir ein Fenster aufgemacht zum Paradies und du, von dort wirst du Duft bekommen vom Paradies, was du riechen kannst, was du sehen kannst und dann wird dir dein Platz im Paradies gezeigt. Und derjenige, der diese Frage nicht beantworten kann, der wird die andere Antworten geben und zwar er wird sagen, ich weiß nicht. Oder er wird sagen, hä, ich weiß nicht, die Leute haben gesagt, etwas gesagt. Und dann ist überliefert, dass er geschlagen wird von den Engeln. Sehr, sehr schlimm geschlagen wird von den Engeln. Und dann wird ihm ein Fenster aufgemacht ins Paradies. Damit er noch mehr bestraft wird, wird ihm ein Paradies geöffnet und es wird ihm das Paradies gezeigt und es wird ihm gesagt, das wäre dein Platz gewesen, wenn du gläubig gewesen wärst und Allah und den Propheten gefolgt wärst. Und dann wird dieses Fenster zugemacht und dann wird ein Fenster geöffnet zu Jahannam, zum Höllenfeuer. Und von dort wird die Hitze hineinkommen in ihn und ein schlimmer Geruch hineinkommen. Und dann wird ihm gesagt, das ist deine Bleibe für die Ewigkeit. Möge Allah bewahren. Und dann wird man dort verweilen im Grab. Manche Menschen, die werden einfach im Grab leben, indem sie einfach von den Gläubigen, indem sie einfach wie ein Schlaf, sie schlafen. Ja, sie bekommen gar nichts mit, sie schlafen bis zum Tag der Auferstehung. Ja, sie sind einfach dort und bleiben dort, so wie Allah will, bis der Tag der Auferstehung beginnt. Aber was wir wissen müssen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, manche Menschen werden im Grab belohnt und manche Menschen werden im Grab bestraft. Ja? Und wie wird man im Grab bestraft? Allahu a'lam. 100% kann man das nicht sagen, aber es gibt viele Strafen, die Allah machen kann. Davon zum Beispiel auch Feuer, davon zum Beispiel auch, dass man Feuer, Angst, dass man vielleicht auch gebissen wird von bestimmten Tieren. Das ist Ilmul Ghaib, das ist das Wissen, das verborgene Wissen, was nur Allah kennt. Ja? Und deswegen können wir nur Sachen 100% sagen, wenn wir Verse haben vom Koran oder von der authentischen Sünder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber gibt es Strafe im Grab? Gibt es 100%. Warum? Weil Allah sagt es im Koran und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt das in der Sünder. Weil es gibt manche Sekten im Islam, die sagen, nein, es gibt gar keine Strafe im Grab. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran zum Beispiel, Allah sagt im Koran beispielsweise, ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إيش أدخلوا ويوم القيامة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah sagt in diesem Vers, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Dem Feuer werden sie vorgeführt. Ja? Morgens und abends. Jeden Tag.
Und am Tage der Auferstehung später schickt die Leute von Pharaon und seine Gefolgsleute, die Mushrikin und Kuffar waren, zu der größten Strafe, Jahannam. Ja? Das ist zum Beispiel ein Beweis von Adabul Qabr aus dem Koran. Und es gibt andere Beweise. Ja? Aus der Sunna, aus der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallam, kennen wir auch viele Hadithe. Zum Beispiel sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Karim fragt, wie die Befragung bei einer Verbrennung abläuft. Ja? Ja, wenn die, zum Beispiel die Menschen Asche in Asche verstreut wird. Ja? Diese Sache, liebe Christa Baraklaufikum, ist egal, weil Allah zählt das nicht. Ob dein Körper noch da ist oder nicht da ist, ist gleich. Es gibt ja viele in indischen Religionen oder auch jetzt ja, in Europa machen das jetzt auch mittlerweile viele Menschen, die bezahlen extra viel Geld dafür, dass wenn sie gestorben sind, dass sie verbrannt werden. Ja, sie bezahlen Geld dafür, dass sie eingeäschert werden, verbrannt werden, richtig verbrannt werden, bis sie nur noch Asche sind, der Körper. Im Islam ist das egal, was mit dem Körper passiert. Der Mann kann auch zum Beispiel ertrinken und die Fische essen ihn auf, komplett. Egal wie man gestorben ist, egal ob der Körper da ist, sofort oder nicht da ist, ja, aber Allah wird jede einzelne Seele befragen. Wie Allah macht das schon? Allah ist ala kulli shay'in qadir. Wir wissen, Allah hat die Macht, alles zu tun. Ja? Allah ist allmächtig. Allah macht das so, wie er will. So, wie er es machen wird. Aber er wird das machen bei jedem Menschen. Egal, ob dieser Mensch begraben wurde von seiner Familie, Flugzeugabsturz oder einfach so oder ja, verbrannt wurde, in Asche ist oder man, er ist ertrunken im Meer. Ja, irgendwo, auch wenn er im Meer ertrunken ist, irgendwo wird noch ein Knochen oder irgendwas von ihm da sein, egal wie es ist. Ja? Allah Azzawajal macht das. Das ist ein verborgenes Wissen. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Warum? Brauchen wir auch nicht zu wissen. Ja? Hm? Aber was für uns wichtig ist, Allah wird jeden Einzelnen befragen. Ja? Die Fragen des Grabs wird jeder bekommen, egal ob dein Körper da ist oder dein Körper nicht da ist. Ja? Die Seele ist ja da. Es geht ja um die Seele. Wenn man stirbt, ist ja der Körper sowieso tot. Aber die Seele lebt. Ja, die Seele lebt ja weiter. Und Taib, Barakallahu fikum. So, wenn man dann, liebe Geschwister, zum Beispiel als Beweis noch für die Strafe im Grab, der Prophet Muhammad sallam ging an einem Grab vorbei mit den Sahaba radiallahu anhum und er sagte, hier werden gerade zwei Leute yu'adhaban, sie werden gerade, diese beiden werden gerade bestraft. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Und sie werden nicht wegen einer großen Sache, ja, das ist nur eine Kleinigkeit, wofür sie jetzt eigentlich eine Strafe bekommen, jetzt gerade im Grab. Einer von ihnen, wenn er urinierte, der hat einfach vor Leuten uriniert. Ja? Beziehungsweise, er hat auch nicht aufgepasst, dass Urin auf seine Kleidung draufkommt, dass es zum Beispiel auf ihn spritzt oder so. Ja? Der hat sich nicht geschützt vor Unreinheit. Ihm war das egal. Ja? Gibt ja manche Menschen, die sind so. Ja? Zum Beispiel Männer oder Jungs, die urinieren im Stehen und es spritzt vielleicht irgendwo hin oder so. Und das ist ein Grund dafür, dass man Strafe bekommt im Grab. Ja? Und Strafe bekommt man nur bei großen Sünden. Ja? Strafe bekommt man bei großen Sünden. Nicht bei einer, das ist ja keine kleine Sünde. Und deswegen aufpassen, man kann nicht alles einfach so leicht nehmen. Ja, man kann nicht einfach alles auf die leichte Schulter nehmen. Das ist Nummer 1. Nummer 2, Yamshi bin Namima. Einer, der immer alles weiter erzählt. Egal, was du ihm erzählst, er erzählt das wieder weiter. Und eigentlich macht er das mit der Absicht auch, Streit zu stiften zwischen Leuten. Ja, Streit zu stiften zwischen Leuten. Einer sagt dir was über den anderen. Ja, oder du weißt, oh, wenn der andere das weiß, da gibt es richtig Krach und so. Und er erzählt weiter gerne. Alles, was er hört, alles, was man hört, weiter erzählen. Alles, was du hörst, erzählst du immer weiter. Ja? Dabei wird was rauskommen? Dabei werden rauskommen Sachen, die Leute, Geheimnisse von Menschen. Davon werden rauskommen, dass der eine über den anderen irgendwas gesagt hat oder so. Und der eine dann sauer ist auf den anderen oder Streit stiften.
All das ist Namima. Ja? Eine große Sünde im Islam. Namima. Okay? Das sind zum Beispiel Beispiele aus der authentischen Sunna, wo der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, diese zwei, die werden jetzt gerade bestraft. Und der Prophet Muhammad s.a.w. nahm einen Zweig von einer Palme, ja, frischen Zweig, und hat es reingetan. Und hat er gesagt, solange die noch frisch ist quasi, wird ihre Strafe vermindert. Ja? Aber das kann nicht jeder von uns machen. Du kannst ja aber jetzt Äste nehmen oder so und dann zum Friedhof gehen und da... Ja, das hat der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht. Aber das sind nur als Beweis. Strafe im Grab, gibt es viele Hadithe darüber, und das war ein Hadith davon. Was passiert? Alle Menschen sind im Grab, bis alle Menschen sterben werden, Yawm al-Qiyamah anfängt. Alle Menschen werden sterben, alle Menschen werden tot sein, alle Engel werden tot sein, alle Engel, alle Tiere, alle Djinn, alle Geschöpfe, die auf dies gibt. Es gibt kein einziges Geschöpf, was noch leben wird, kein einziger Engel. Alle Menschen, alle Engel, alle Tiere, alles ist tot. Dann wird nach einer Zeit, nach einer langen Zeit, wird Allah subhanahu wa ta'ala als erstes den Engel wieder die Seele geben, der in die Trompete, ja, in die Trompete oder in das Horn bläst. Ja, und dann werden alle Menschen wieder auferstehen. Alle Menschen werden wieder auferstehen. Und alle Djinn werden auferstehen. Und die Tiere, die Allah will, die aufstehen, die werden auch wieder auferstehen. Alle werden Auferstehung zum Gericht, zum Tag des Gerichts, zum Tag der Auferstehung. Und wenn sie auferstehen werden, sie werden nicht auferstehen auf diese Erde, wo wir jetzt leben, sondern eine andere Erde. So wie Allah sagt im Koran, in Surat Ibrahim, in der letzten Seite. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَرِ. Und an dem Tag, an dem sie aufstehen, ja, auf einer Erde, غير الأرض, eine andere Erde als diese Erde, eine weiße Erde, wie im Hadith steht, eine weiße, unbefleckte Erde. Auf dieser Erde wurde kein Blut vergossen, auf dieser Erde wurde nicht gelogen, auf dieser Erde hat niemand eine Sünde gemacht. Auf einer nagelneuen Erde quasi. Und alle Menschen werden auferstehen, so wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Männer und Frauen und alle werden auferstehen, so wie sie geboren wurden. Nackt und unbeschnitten. Keiner wird angezogen sein. So werden sie alle auferstehen. Aisha radiallahu anha, sie wunderte sich. Milliarden von Menschen, Frauen und Männer, alle nebeneinander, alle nackt. Sagte, o Gesandter Allahs, alle nackt. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte zu ihr, o Aisha, dieser Tag, der wird viel, viel schlimmer sein, als dass die Leute andere Leute anschauen werden. Ja, an dem Tag weiß man, was man gemacht hat. An dem Tag weißt du, dass das wahr ist, Hölle und Paradies. Du weißt an dem Tag deine ganzen Sünden zu schätzen, die du gemacht hast. Du weißt, jetzt ist es ernst. Jetzt gibt es keinen Spaß. An dem Tag wird kein einziger lachen. An diesem Tag wird kein Mensch lachen. Und sie werden alle auferstehen. Und sie werden sehr, sehr lange warten. Einfach nur stehen. Und die Sonne wird über den Köpfen sein. Eine Meile über den Köpfen sein. Und die Menschen werden sehr, sehr viel schwitzen und Angst haben. Weil sie genau wissen, dass das wahr ist. Dass das, was der Prophet Muhammad s.a.w. gebracht hat, das, was Allah gesagt hat im Koran, das ist die Wahrheit. Und sie werden Engel sehen. Und sie werden, schon vorher waren sie im Grab und haben Engel gesehen, haben mit Engel gesprochen. Sie wissen, sie haben Jannah und Jahannam im Grab gesehen. Sie wissen, worum es geht. Sie wissen, dass dieser Tag ernst ist. Und dieser Tag, so wie Allah sagt im Koran, er wird eine Länge haben von 50.000 Jahren. Ja, dieser Tag wird 50.000 Jahre lang sein. So wie Allah sagt im Koran, 50.000 Jahre wird dieser eine Tag sein. Und sie werden dort stehen und man bekommt nichts zu essen, man bekommt nichts zu trinken und nur ganz, 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 ganz wenige Menschen bekommen Schatten an einem anderen Ort. Das sind so ganz besondere Gläubige, über die haben wir schon geredet in einem anderen Vortrag. In den letzten Wochen. Ansonsten alle werden unter der Sonne glühen und stehen und schwitzen. Und der Prophet Muhammad sagte, manche schwitzen bis zu ihren Knöcheln, manche bis zu den Knien, manche schwitzen bis zum Becken, manche schwitzen bis zum Becken
Manche schwitzen bis zu ihren Schultern und manche, sie ertrinken in ihrem Schweiß. Weil sie so viele Sünden gemacht haben, haben sie noch mehr Angst als andere. Aber man kann nicht ertrinken, dass man stirbt, weil ab diesem Tag gibt es keinen Tod mehr. Ja, der Tod wird dann vernichtet und allen wird erklärt, es gibt keinen Tod mehr. Und sie werden dort stehen und sie werden dort so lange stehen, bis sie dann gehen, zu wem? Zu den Propheten und sie sagen, und sie werden als erstes zu Adam gehen, zu unserem Ur-Ur-Ur-Großvater, der erste Mensch. Und die werden sagen, oh Adam, du bist unser Vater, der erste Mensch. Kannst du bitte zu Allah gehen und für uns Fürsprache halten? Allah darum anflehen, dass der Tag der Auferstehung beginnt, das Gericht anfängt. Wir können nicht mehr. Und Adam a.s. wird sagen, tut mir leid, ich kann das nicht machen. Ja, geh zu einem anderen, geh zu einem Propheten, geh zu Nuh. Und dann werden die Menschen zu Nuh gehen. Nuh wird sagen, tut mir leid, ich kann das nicht machen. Geh zu einem anderen Propheten, geh zu Musa. Musa a.s. wird sagen, ich kann das nicht machen, geht zu Ibrahim. Ibrahim a.s. sagt, ich kann das nicht machen, geht zu Muhammad a.s. Und dann werden die Menschen zu Ibrahim gehen, zu Muhammad a.s. gehen und sie werden zu ihm sagen, oh Muhammad, bitte geh zu Allah und bitte ihn, dass der Tag der Auferstehung und das Gericht beginnt. Die Abrechnung beginnt. Weil dieser Tag, man kann den nicht mehr aushalten. Und dann werden sie Und dann Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wird sagen, ana laha, ana laha. Ich bin derjenige, der dafür bestimmt ist. Und dann wird Allahs Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er wird zu Allah azza wa jal gehen, unter dem Thron von Allah. Und er wird sich niederwerfen, Sujud machen. Vor dem Thron von Allah azza wa jal, er wird Sujud machen. In einem Maqam al-Mahmud. Und dann wird er Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen. Diese Lobpreisungen, Allah wird ihm eingeben, diese Lobpreisungen, die er noch gar nicht kennt. Ja, bestimmte Lobpreisungen, wir kennen Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wir kennen solche. La nuhsi thana'an alaik, anta kama athnayta ala nafsik. Wir kennen nur die normalen, die uns der Prophet Muhammad s.a.w. beigebracht hat. Allah wird ihm Lobpreisungen eingeben an dem Tag, die er dann lesen wird, sprechen wird und er wird Allah Azza wa Jalla drum, ja, er wird ihn anflehen und er wird ihm sagen, O Allah, Ummati, Ummati, O Allah, meine Umma, meine Umma. Das wird sein Wunsch sein. Und seine spezielle Dua, weil jeder Prophet hatte einen Dua, die er hier im Diesseits schon eingereicht hat, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, er hat gesagt, meine spezielle Dua, die ich habe, mein Joker, ich werde ihn lassen für den Tag der Auferstehung. Und wenn er bei Allah sein wird, er wird zu Allah sagen, oh Allah, meine Umma, meine Umma. Und wird er im Sujud sein und er wird Allah Azza wa Jalla anflehen und anflehen und anflehen und beten für die Gläubigen und für die Menschheit im Ganzen, weil es gibt Shafa'a, gibt es verschiedene Arten von Shafa'a. Und das ist diese Shafa'a al-Kubra, dass der Tag der Auferstehung beginnt. Ja? Das ist für alle Menschen. Da wird der Prophet Muhammad sallam seine Barmherzigkeit wird für alle Menschen sein, Muslime und Nicht-Muslime, damit er endlich das Gericht anfängt. Ja? Und er wird aber eine Shafa'a machen auch, ja, eine Fürsprache nur für die Gläubigen, wo er nur für die Gläubigen Dua machen wird und nur für die Gläubigen rufen wird und Allah also anflehen wird und er wird sagen, O Allah, Ummati, Ummati. Allah subhanahu wa ta'ala wird dann zu ihm sagen, Ja Muhammad, irfa' ra'asak, was'al tu'atah, ja? O Allah, o Muhammad, hebe deinen Kopf hoch, ja? Steh auf, mach Shafa'a, mach eine Fürsprache, deine Fürsprache wird dir inshallah gegeben. Ja? Ishfa' tu shafa', mach Shafa'a, mach die Fürsprache, deine Fürsprache wird akzeptiert. Was'al tu'ata, und frage, bitte mich, will deinen Wunsch und ich werde es dir geben. Ja? Und dann, liebe Geschwister, danach fängt der Tag der Auferstehung an. Ich werde inshallah jetzt ganz, ganz schnell gehen. Was wird passieren am Tage der Auferstehung? Die wichtigen Sachen, die wir wissen müssen. Es gibt keine hundertprozentige Reihenfolge, die aufgelistet ist in einem Hadith oder im Koran, was genau passieren wird, eins nach dem anderen. Ja? Aber es ist auch nicht ganz sehr, sehr wichtig. Deswegen, wir sagen es einfach. Was passieren wird an dem Tag danach? Nummer eins. Man wird vor Allah stehen, jeder Einzelne wird vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, außer sehr, 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 sehr wenige Menschen. 0,0000000
Ich weiß nicht, wie viele Nullen und dann irgendwann mal kommt eine 1%. Manche Menschen, die werden nicht vor Allah stehen und die werden kein Gericht haben. Manche Gläubige. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen. Mit seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade und seiner Huld. Ganz, ganz wenige Menschen, die werden von da an, sie werden direkt ins Paradies gehen. Sie haben gar keine Befragung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Sie werden nicht befragt, warum hast du das gemacht? Und warum hast du das nicht gemacht? Und so weiter und so fort. Die haben kein Gericht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fragt sie gar nicht. Direkt ins Paradies. Aber da sind die aller wenigsten Menschen und das sind auch die aller wenigsten Muslime. Alle anderen, jeder einzelne Muslim wird dann vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, so wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder wird vor Allah azza wa jalla stehen, bila turjuman. Ohne, dass du einen Übersetzer hast. Ohne, dass du einen Rechtsanwalt hast. Ohne, dass du einen Helfer hast. Du, wie du bist, du einzig und alleine wirst vor Allah azza wa jalla stehen und Allah wird dich fragen. Allah wird dich fragen, warum hast du an dem Tag nicht gebetet? Er wird dir genau den Tag nennen. Ja, 1. Januar, beziehungsweise ja, 10. Jumada, 1442. Hast du an dem und dem Tag das Gebet vernachlässigt und nicht gebetet? Oder erst abends gebetet? Und er wird dir sagen, am ersten Tag von Ramadan hast du in der Stunde gelogen. Und da hast du das gemacht. Und da hast du gelästert. Und da hast du dies gemacht. Und da hast du jenes gemacht. Allah wird dir sagen. Alles aufsagen. Und der Mensch wird was sagen? Der Gläubige. Der Gläubige wird sagen, ja Allah, ich habe das gemacht. Er wird es zugeben. Warum? Er ist ein Gläubiger. Und wenn sein Glauben gut war und seine Religion gut war und er jemand war, der Tauber gemacht hat und jemand war, der die Religion ernst genommen hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sprechen. Ich habe in der Dunya habe ich dich verschont. Ich habe dich nicht bloßgestellt. Du hast gelogen, du hast gestohlen, du hast gelästert, du hast dieses und jenes gemacht. Allah hätte dich bloßstellen können, dass du diese Sünden gemacht hast in Dunya, dass das deine Freunde, deine Familie, deine Eltern mitkriegen. Allah hat dich beschützt. Allah wird zu dir sagen, ich habe dich beschützt und bewahrt und nicht bloßgestellt am Tag in der Dunya und heute werde ich sie dir vergeben. Insha'Allah. Ja? Und es gibt Leute, die vielleicht sagen würden, ich habe das nicht gemacht. Und die Leute, die sagen, die Allah Azza wa Jal am Tage der Auferstehung anlügen wollen und sagen, ich habe das nicht gemacht, Allah wird ihnen was geben? Ihr Buch. Ja? Ihr Buch wird ihnen gegeben. Am Tage der Auferstehung wird jeder Mensch ein Buch dabei haben. Nenn es wie du willst, ein Buch, ein Tablet, Allahu A'lam. Aber alles, was du gemacht hast, wird da drin stehen. Alles. Du kannst es selber lesen. Allah sagt im Koran, Iqra kitabak. Kafa al-yoma, ha? Alik? Kafa bika al-yoma alika hasiba. Kafa bi nafsika al-yoma alika hasiba. Ja? Lies du selber, was du gemacht hast. Lies, hier steht's. Ja? Aufgezeichnet, alles. Vielleicht sogar in live. Du kannst es sehen. Allahu a'lam, wie das ist. Aber du kannst es lesen. Allah sagt, hier, lies. Lies, was du getan hast. Du reichst schon. Du reichst als Zeuge über das, was du getan hast. Du kannst, vor Allah, also, du kannst nichts verbergen. Du hast deine Absicht, du hast gespendet, aber deine Absicht war nicht für Allah. Lies, sieh es dir an, was du getan hast. Deswegen am Tage der Auferstehung gibt es das nicht. Allah sagt in einem anderen Koran, Yoma, yuhtamu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa arjulahum, bima kanu ya'malun. Wa tashhadu arjulahum, bima kanu ya'malun, wa yif'alun. Ja? Am Tag der Auferstehung, wo ihre Münder geschlossen werden, es gibt Leute, die vielleicht die Wahrheit nicht sagen wollen. Allah subhanahu wa ta'ala wird dann die Münder schließen. Deinen Mund schließen. Und dann wird Allah azza wa jalla einen Befehl geben, den Händen zu sprechen. Und deine Füße zu sprechen. Und deine Hand wird sprechen.
Und dann willst du zu deiner Hand sagen, Lima shahidtum alayna, warum sprichst du gegen mich? Du wirst selber, deine Hand wird sagen, ich habe geklaut. Ich habe das und das gemacht. Und du wirst zu deiner Hand sagen, warum sprichst du gegen mich? Und dann wird deine Hand sagen, antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay. Allah hat uns sprechen lassen. Beweise sind da. Du kannst nicht abhauen am Tag der Auferstehung vor dem, was du angerichtet hast. Möge Allah also unsere Sünden vergeben. Und dann, liebe Geschwister, gibt es einige Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Danach, Nummer 2. Es wird eine Waage gebracht. Die Waage. Und wir glauben an die Waage im Islam. Es wird eine Waage, eine tatsächliche, eine echte Waage gebracht. Barakallahu fikum. Eine echte Waage wird gebracht. Und auf dieser Waage werden die Taten der Menschen gewogen. Und die Menschen selber werden gewogen mit ihren Taten. Ja? Und deine guten Taten werden gewogen und deine schlechten Taten werden gewogen. Ja? فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Derjenige, dessen Taten schwer werden, oder seine guten Taten oder seine schlechten Taten schwer werden. Je nachdem, Hölle oder Paradies. Deine Taten werden gewogen. Ja, mit Milligramm. Jede einzelne Tat. وَنْ كَانَتْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Ja? Und wenn es nur ein Atomgröße ist, an gutem oder schlechtem, es wird auf dieser Waage sein. Und es wird angerechnet. Gute Tat, schlechte Tat. So wie Allah sagt im Koran. Es wird gewogen und wir glauben an die Waage, eine echte, tatsächliche Waage, die Allah subhanahu wa ta'ala aufstellen wird am Tage der Auferstehung. Eine andere Sache neben der Waage wird sein, was wird sein? Die Shafa'a. Wir haben gesprochen über die Shafa'a von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Shafa'a, damit der Tag der Auferstehung beginnt. Eine andere Shafa'a, Fürsprache wird es geben, dass die Engel Shafa'a machen für die Gläubigen. Und dass die Propheten Shafa'a machen für ihre Völker, für die Gläubigen. Und dass die Menschen untereinander Shafa'a machen, Fürsprache halten. Ja, dass du Shafa'a machst für deinen Freund, der vielleicht nicht ins Paradies geht, dass du für ihn Fürsprache machst. Für Freunde. Deswegen sollte man gute Freunde haben, gläubige Freunde haben. Weil die werden dir nützlich sein im Diesseits und nützlich sein im Jenseits. Es wird die Shafa'a geben, die Fürsprache, die Bittgebete, die dir nützen werden an dem Tag von anderen Menschen. Von Engeln, von Propheten, von Eltern, von Familie, von Freunden. Und es gibt eine Shafa'a von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Shafa'a von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, wie viel Uhr? Man kann nicht ins Paradies kommen, ja, zum Beispiel. Beispielsweise einer ist ungläubig und einer ist gläubig. Und das sind zwei Freunde. Ja? Du kannst nicht Shafa'a machen für einen Ungläubigen an dem Tag und sagen, oh Allah, oder mein Vater war ungläubig oder mein Freund ist ungläubig, oh Allah, lass ihn ins Paradies. Das geht definitiv nicht. Warum? Weil Allah Azzawajal hat das Paradies verboten gemacht für die Kuffar. Für jeden, der Mushrik war, ein Käfer war, Allah hat für ihn das Paradies haram gemacht. Ja? So wie Allah sagt im Koran, ich glaube Surat al-A'raf, ja, wo die Kuffar sagen, gibt uns von dem, was euch Allah, gibt uns von Wasser oder von dem, was euch Allah gegeben hat. Was sagen die Leute im Paradies? Inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Allah hat das haram gemacht für die Kuffar. Verboten, niemals. Das geht nicht. Das ist eine Shafa'a, die nicht möglich ist. Aber ein Muslim hat zum Beispiel, du bist ein Muslim, dein Freund ist ein Muslim, dein Freund hat aber zum Beispiel, oder dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter, hat viele Sünden gemacht und Allah Azza wa Jalla, du kannst Shafa'a machen und Allah drum anflehen, Fürsprache halten für deinen Liebsten, für deinen Ehemann, für deine Frau, für deinen Freund, dass Allah Azza wa Jalla ins Paradies gehen lässt, vielleicht ohne Strafe. Oder er ist in die Hölle reingekommen, du machst Shafa'a, dass er aus der Hölle rausgebracht wird. Vorzeitig,
vorzeitige Entlassung. Ja? Vielleicht kennt ihr das zum Beispiel in den Ländern, wo es Könige gibt, ja? Wo es ein Königreich gibt quasi, Marokko beispielsweise oder Saudi-Arabien oder viele Länder gibt es da Könige, die auch die Herrschaft haben. Also der ist König und quasi so wie Präsident auch gleichzeitig dazu. Ja? Er ist der alleinige Herrscher. Ja? Beispielsweise König Marokko, Saudi-Arabien als Beispiel. Ja? Was machen die manchmal jedes Jahr? Zum Eid oder so, die machen Afu Malaki. Ja? Die Leute, die im Gefängnis sind, der eine ist Mörder, der andere ist ein Dieb, der andere ist keine Ahnung was. Manche Leute, die haben normalerweise 10 Jahre Knast bekommen, aber nach 5 Jahren, da sagt der König, okay, eine königliche Verzeihung. Ja, Afu Malaki. Normalerweise haben die 10 Jahre Knast bekommen, aber der hat zum Beispiel Kinder und so, komm, lass ihn raus. Ja, vorzeitige Entlassung. Das ist nur ein Beispiel, damit man das versteht. Ja, so gibt es zum Beispiel dann Leute in der Hölle, die sein werden, von deinen Freunden oder Familienangehörigen. Und Allah lässt dich Schafa'a machen, Fürsprache machen, dass die vorzeitig entlassen werden und ins Paradies kommen. Und das wird akzeptiert von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und dann werden, wie gesagt, Propheten Schafa'a machen, Engel Schafa'a machen, Muslime untereinander Schafa'a machen. Und als letztes bleibt die Schafa'a von Allah azza wa jal. Weil Allah wird sagen, alle haben Schafa'a gemacht, jetzt kommt nur noch, jetzt bleibt nur noch die Schafa'a von Allah azza wa jal selbst. Und dann wird Allah azza wa jal den Engeln sagen, holt alle raus aus dem Höllenfeuer. Sogar derjenige, der Iman, der so viel Iman hat wie ein Atom. Kannst du mit dem Auge gar nicht sehen. So mini, 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 mini Iman. Der hatte Iman, aber so wenig. Der größte Verbrecher, der größte, schlimmste Mensch auf der Erde, aber der hat Iman. Er hatte La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ja? Er wird in der Hölle bleiben, aber er wird rauskommen. Allah wird den, dann irgendwann werden alle Muslime rauskommen aus dem Höllenfeuer. Sogar wenn er nur ein Atom an Iman hat in seinem Herzen. Und das ist die Schafa'a. Ja? Nur ein mini, mini, mini Punkt an Iman in seinem Herzen hatte. Alle werden dann rauskommen aus dem Höllenfeuer und ins Paradies reingehen. Das ist die Schafa'a, an die wir glauben und glauben müssen im Islam. Eine andere Sache, an die wir glauben müssen im Islam, ist, Barakallahu fikum, As-Sirat. As-Sirat, eine Brücke. Diese Brücke wird sein über dem Höllenfeuer. Das Höllenfeuer ist schwarz, dunkel, man kann nicht sehen. Und darüber wird eine Brücke gebaut. Eine Brücke geschlagen, As-Sirat. Und diese Brücke, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete uns über sie, die ist schärfer als ein Schwert und dünner als ein Haar. Und darunter ist alles schwarz. Und jeder einzelne Gläubige und Heuchler muss da drüber gehen. Jeder Gläubige und jeder Heuchler muss da drüber gehen. Allah sagt darüber im Koran, in Surat Maryam, in der letzten oder vorletzten Seite, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Und ein jeder von euch wird an dem Tag darüber gehen müssen. Über diese Brücke gehen müssen. Jeder Gläubige und jeder Heuchler. Was die Heuchler angeht, jeder Heuchler wird runterfallen in die Hölle rein. Jeder Heuchler. Und es wird dunkel sein. Und jeder Gläubige wird drüber gehen und je nachdem, wie seine Taten waren, je nachdem, wie sein Gebet war, sein Wudu war, gründlich, nicht gründlich, seine Taten im Islam vollständig und gut waren oder seine Sünden waren, wird er mehr Licht haben oder weniger Licht. Wie eine Taschenlampe. Sehr, sehr viel Licht, sehr wenig Licht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, manche von ihnen werden rübergehen wie ein Blitz. Direkt rübergehen. Die sind schon da. So ist der schon da. Der merkt gar nichts. Wie ein Blitz. Ja? Vielleicht eine halbe Sekunde oder eine Millisekunde. Andere werden rübergehen wie ein schneller Reiter, flitt richtig, richtig schnell. Andere werden drüber schnell rennen, andere werden darüber laufen langsam, andere werden krabbeln, ja? Dünn wie ein Haar krabbeln? Ja, dünn wie ein Haar und krabbeln. Wie? Allah weiß wie. Allahu a'lam, wie das sein wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, aus diesem Höllenfeuer werden Haken hochkommen und manche Menschen runterreißen. Sündiger, schlechte Leute, schlimme Menschen. Ja? Gläubige, Muslime, aber
Manche von ihnen werden runtergezogen, in die Hölle reingeworfen. Und manche werden rübergehen. Ja, und manche werden rübergehen. Und und manche werden rübergehen und es schaffen. Und auch diejenigen, die runterfallen, manche von ihnen sind vielleicht Muslime. Ja? Und wenn die in die Hölle kommen, sie kommen nur für eine Zeit in die Hölle, dass sie gereinigt werden. Und dann kommen sie ins Paradies, inshallah, für die Ewigkeit. Aber es gibt Leute, die, für die Allah das geschrieben hat. Warum? Weil sie zu viele Sünden und zu viele schlechte Taten gemacht haben. Zu viel gelogen, zu viel große Sünden gemacht haben. Einer, der gar keine großen Sünden macht, jemand, der gar keine großen Sünden macht, der wird direkt ins Paradies gehen. Für den gibt es keine Strafe vorher. Einer, der große Sünden gemacht hat, aber die Tauber gemacht hat von den großen Sünden, er wird inshallah auch ins Paradies gehen direkt. Ja? Einer, der große Sünden gemacht hat, aber Tauber, richtige, aufrichtige Reue gemacht hat und die Allah sie annimmt, er wird auch nicht bestraft werden. Gar keine Strafe am Tag der Auferstehung. Also gar keine, er wird niemals in die Hölle kommen. Und ehrlich gesagt ist die Zeit vorbei. Und ich wollte eigentlich gerne noch etwas wenigstens über das Paradies und die Hölle reden, weil das zum Tag der Auferstehung gehört. Und wenn man über die Brücke ist übrigens, dann ist man an einem Ort direkt vor den Toren des Paradieses. Ja, an einem Ort direkt am Paradieseingang quasi. Dort werden sich alle Gläubigen, die ins Paradies reingehen werden, dort werden sich alle wieder treffen. Und inshallah machen wir Barakallahu fikum. Werden wir inshallah bieten, Allah Azza wa Jal, beim nächsten Vortrag inshallah dann doch weitermachen über dieses Thema und dann werden wir ganz kurz abschließen über das Paradies und die Hölle reden. Ja, also Yawm al-Qiyamah weitermachen, inshallah ta'ala, weil ich muss ehrlich gesagt zum Gebet. Jazakum Allahu khair und Barakallahu fikum. Möge Allah Azza wa Jal euch beschützen und inshallah kommt ihr alle ins Paradies und möge Allah Azza wa Jal uns allen vergeben und uns alle recht leiten. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته